Der nächste Redner kommt von der SPÖ, Jürgen Schaaphüttl. Herr Bundesminister, Hohes Haus, wir haben jetzt sehr viel schon über das neue Staatsschutzgesetz gehört. Nach einem sehr langen und intensiven Verhandlungsprozess ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Gesetz gelungen, das im Speziellen dem Bundesamt für Verfassungsschutz hier ein hilfreiches Instrument zur Verfügung gestellt wird. Wichtig ist es für die Zukunft, dass es Möglichkeiten gibt, einer eventuellen Bedrohung schon im Vorfeld auf diese rechtzeitig zu reagieren und intensive Erhebungen zu führen. Natürlich bei intensiven Ermittlungsmethoden, sensiblen Ermittlungsmethoden, braucht man immer auch eine demokratische Kontrolle. Alle Überwachungsmaßnahmen müssen von einem Rechtsschutzbeauftragten und in besonderen Fällen von einem Rechtsschutzsenat bewilligt werden. Und der Rechtsschutzbeauftragte muss dem Nationalrat laufend berichten bzw. Rede und Antwort stehen. Ich möchte aber hier auch kurz die Gelegenheit nutzen, um auf das Ergebnis des stattgefundenen Asylgipfels einzugehen. Meiner nach war es längst an der Zeit, hier von der Regierung in Einvernehmen mit den Ländern und den Gemeinden hier ein Zeichen zu setzen. Der Richtwert mit den 37.500 Asylanträgen hier einzuführen, halte ich einerseits als wichtiges Zeichen für unsere Freunde in den benachbarten EU-Ländern, aber auch als Zeichen für einen Flüchtling nach der Genfer Konvention, dass er zwar Schutz und Aufnahme hier finden muss, aber sich nicht daraus ableiten darf, wo das Ganze durchgeführt wird. Auch andere begleitende Maßnahmen wie ein aktives und professionelles Grenzmanagement und Kontrollen und Registrierungen, eine restriktive Handhabung bei Familiennachzug, eine Beurteilung, ob Asylgründe in einem späteren Zeitpunkt noch vorliegen oder weitere Möglichkeiten für die Zukunft, Personen, die kein Asyl bekommen, hier zurückzuführen, werden vom Großteil der Bevölkerung befürwortet und auch natürlich unterstützt. Österreich bekennt sich nach wie vor zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, aber in einem Ausmaß, der Integration förderlich ist. In einem Ausmaß, wo der Arbeitsmarkt das bewältigen kann und auch in einer Anzahl, dass der soziale Frieden hier in unserem Land gewährleistet werden kann. Abschließend möchte ich noch hervorheben, dass wir mit dem neuen Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil einen wirklichen Experten und Kenner in Flüchtlingsfragen in der Bundesregierung haben. Ich ersuche Sie, werte Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, den neuen Herrn Bundesminister bei seinen Anstrengungen gemeinsam mit der Frau Innenminister in allen Fragen zu unterstützen. Dankeschön. Es sei wichtig, eine Bedrohung schon im Vorfeld erheben zu können, betont Jürgen Schaaphüttl von der SPÖ. Bei sensiblen Ermittlungsmethoden brauche man eine Kontrolle, betont er.